So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Beat Buddy. Wir sind am Anfang des Kapitel 3 und dann gucken wir mal. Das sieht ziemlich ruiniert aus. Ich würde sagen, wir sind da. Finden wir Prinz Maestro. So, und dann ist der Opa weg. Na, dann gucken wir uns das mal hier an. So, also hier kann ich nirgendwo lang. Hier gibt's jede Menge Leben, das ich nicht brauche im Moment. Was sind denn das für Flammen? Verflixt und zugesprengt. Der Durchgang ist hier oben versperrt. Öffne es irgendwie, dann können wir weiter. Welcher Zugang ist denn hier versperrt? Okay, hier gibt's Strömung. Oh. The Ruins. Lost in Yesterday von Europa Deep hören wir gerade. Okay, wenn ich mich jetzt hier vorstelle, dann geht das da vorne zu, links. Weil da keine Bubbles mehr ankommen. Okay. Und da drüben kommen einfach keine Bubbles an, weil keine Bubbles ankommen. Dann hole ich mir erstmal da oben die Beatpunkte. Und dann versuche ich mal das Artefakt, nein, dieses Relikt, umzusetzen. So. Okay, da muss ich schneller durchschwimmen. Da komme ich so nicht hin, da ist die Strömung zu stark. Muss ich ein bisschen paddeln vielleicht. Also. Wie machen wir das denn? So. Haha. Who's the man? Gut, kann ich das hier mir holen? Ja, kann ich. Dann setze ich das mal hier rein. So, jetzt geht das da oben auf. Okay, und der Opa geht weiter. Ich kann hier durch. Kann ich hier durch? Ja, okay. So, sehr schön. So, wo bin ich denn jetzt? Ach du Hilfe. Gut, gucken wir erstmal nach oben. Hier komme ich nämlich so vorbei, denke ich. Was passiert, wenn ich hier drauf haue? Aha, also die hört da hinten schon mal nicht auf. Wie komme ich denn da dran? Und wenn ich hier davor haue, was passiert dann? Und hier davor haue? Wo kann ich noch davor hauen? Okay. Also ich kann ja nicht nach unten weiter, weil ich die nicht stoppen kann. Und ich kann nur hier davor hauen, da passiert gar nichts. Kann ich schnell hochschwimmen? Ah ja, zu schnell. Ach, und jetzt sind die aus, okay. Ach, jetzt sind die alle aus. Okay, ich muss sie doch beide, und zwar in der richtigen Reihenfolge anscheinend, weil wenn ich erst den hier oben platt mache und dann den hier unten. Ach doch, dann geht's auch, ja. Keine Ahnung. Und zurück. Okay, da traue ich mich noch nicht. Dann muss ich aber da runter, ist klar. Dann warte ich mal, bis sie wieder anfangen und ich sie wieder ausmachen kann. Also, so. So, und dann ab hier runter. Solange ich kann, langsam. Kann ich besser steuern. Achso. So, richtig rum. Was zur Hölle soll ich jetzt machen mit dem Leben da drinnen? Ich kann ja nur versuchen, mit einigermaßen Glück da reinzuschwimmen in das Rote oder zu sterben. Boah. Ja, dann auf ein neues. Also ich war nicht schnell genug. Die Sache ist nur, wenn wir das nochmal angucken, wo kriege ich denn die Übersicht?
Ich kann hier wohl einmal rundherum schwimmen. Und dann bin ich da links oben, rechts oben. Vielleicht kann ich da durch die Röhre, sonst habe ich verloren. Naja, Versuch macht klug. Also. Und tschüss. Und tschüss. Ah, einen verpasst. So. Und dann, kann ich hier durch die Röhre oder ist das nur Deko? Ne, da kann ich durch, okay. Dann hole ich mir aber die beiden noch. So, und dann geht's hier weiter. Es ist so einfach, ne? Gut, hier werde ich einfach gesprengt. Da hoch. So, und da gibt es die nächste Röhre. Auf geht's. Oh. Das ist ja auch nicht trivial. Okay, wo will ich denn lang? Komme ich überhaupt vernünftig nach rechts oder muss ich nach unten? Will ich mal nach unten schnell abhauen? Okay. So, hier komme ich raus. Wenn ich denn rauskomme. Ach, hier komme ich nicht raus. Na, danke. Das freut mich aber. Das heißt, ich muss hier durch. Okay. Boah. Gemein. Hole ich mir erstmal ein bisschen Leben wieder. So, da lasse ich mich einfach vorsprengen. Dankeschön. Das ist einfach. Und dann sehen wir mal weiter. So, was gibt's hier? Wie komme ich hier durch? Das ist einfach. So, ich weiß nicht, wo ich hin will. Ich glaube, ich will erstmal ganz hoch. Vor allem, weil da ein Checkpoint ist. Ach, da ist ja auch mit dem Bubble Buggy. Wir brauchen einen Stöpsel für dieses Tor. Ja, schön, dann gehe ich mal gucken, wo ich den finde. So, hier wird wieder geschossen. Lohnt sich das? Da ist auch zu. Wozu ist denn die Krabbe da? Das gucke ich mir mal an. Oh. Haha, hier oben geht's nämlich weiter. Ich habe die Orientierung verloren, muss ich euch wirklich sagen. Okay, hier geht's schon mal nicht weiter, das ist schon mal ganz gut. Aber ich habe die Orientierung verloren, wo ich unten schon war und wo nicht. Sehr praktisch. Ach, die drehen sich auch noch andersrum, die Dummen. Okay, habe ich verstanden. Gut, hier komme ich nicht weiter, dann ist es einfach. Ach, das ist das Röhrensystem. Ja, da habe ich da drüben natürlich jetzt Speedpunkte liegen gelassen, da fahre ich aber nicht nochmal rein. Gut, er hier wartet auf den Stöpsel. Dann habe ich das auch verstanden. Dann muss ich mir hier unten irgendeinen Stöpsel suchen. Klingt nicht so, wie ihr das gehört habt. Tja, gehe ich erstmal hier lang, hol mir aber alle Beatpunkte, die ich kriegen kann. So. Dann sind hier Sachen, die ich ausschalten muss. Da ist auch eine rote Pflanze. Och, da fliege ich erstmal in die rote Pflanze. Mal gucken, wo ich rauskomme. Na danke. Gut, dann fliege ich da nicht in die rote Pflanze.
Dann kann ich hier was ausschalten. Ich weiß aber nicht, wohin ich muss. So. Das ist ein Stöpsel, den könnte ich natürlich kriegen für oben. Kann ich den kriegen? Ja, den kann ich kriegen. Okay. Dann gehe ich einfach mal so hoch. Aber irgendwo werden ja diese Trampoline hier auch noch für gut... Aha. Also, wenn ich den rausnehme, versperrt es mir den Rückweg. Obwohl, nee. Ich kann ja durch den hier durchfliegen, oder? Ach nee, kann ich nicht. Boah, gemein. Ja, jetzt habe ich aber... Ja, habe ich aber richtig verloren. Komme ich nochmal zurück? Ich komme nochmal zurück. Okay. Gut, also ich kann das Ding nicht mitnehmen und sobald ich es rausziehe, ist mir der Rückweg versperrt. Zumindest mal der einfache. Weil ich hier nirgendwo hinkomme. Also mache ich es erstmal wieder auf. Müsste das da oben wieder funktionieren, richtig? Jetzt ist das wieder auf. Was ist denn da der Trick? Der Trick ist wahrscheinlich, dass ich mich schießen lassen muss und dann schneller bin als das Tor. Wahrscheinlich, ne? Also probieren wir es mal aus. Okay, dann muss ich die hier ausrichten. Also, den ein bisschen höher. So vielleicht. Wahrscheinlich werde ich noch irgendwann in Pflanzen sterben, aber ich werde es zumindest mal versuchen. Also, ich hole mir den und gehe dann hier rein. Knapp. So. Ah, nah dran geflogen. So, da werde ich hingeschleudert. Immer noch nicht. Gibt's doch gar nicht. Was habe ich denn für einen Denkfehler gerade? Nochmal. Der Denkfehler ist gar nicht so wenig. Kann ich an dem anderen justieren, wie ich will. So, neuer Versuch. Genau. So, das heißt, ich muss den hier unten verstellen. So, einen hoch hoffe ich nur. Ja, und der muss mich dann da oben hinschießen. Also, so vielleicht. Und der muss mich dann nach draußen schießen. Also, mindestens so. Und dann probieren wir nochmal, ob das jetzt richtig steht. Den einen nach oben und den hier noch steiler. So vielleicht. Zu steil. Ach hey, Mini. Gewiggel. So geht's. Okay. Dann muss ich mir jetzt das unten nur holen und gut festhalten und da reinschwimmen. Und aufs Beste hoffen, dass ich schnell genug bin. Also. Auf geht die wilde Fahrt. Boah. Schade, der Plan war eigentlich ganz gut, oder? Muss ich noch schneller sein? So,
So, dann machen wir es erstmal wieder auf, stellen uns hier hin. Holen uns das, fahren hier sofort rein. Oh, er stimmt nicht ganz. Der letzte Spiegel stimmt nicht ganz. Ja, Sakrament. So, also dann muss ich den letzten Spiegel ein bisschen höher stellen. So, nächster Versuch. Ja, jetzt wird es aber wirklich schon nicht mehr trivial. Also, ja, das kann ich schon vergessen. Aber da wäre der Spiegel wenigstens besser. Ach, herrje. So, oben ist offen. Eins, zwei, drei. Yeah! Mann, oh Mann. Wir brauchen einen Stöpsel für dieses Tor. Ja, da habe ich ja noch gar nichts von gewusst. So, jetzt mach aber auf. Du hast einen Stöpsel. Ach, wie nützlich du bist. Gib der gleich. Na super. Da hat mir der Stöpsel ja richtig was gebracht. Ja, dann gehen wir weiter auf Erkundungstour. Ja, hier kann ich dann durch das Rohr, das ist mir schon klar. Mal gucken, was es hier noch so gibt. Achso, hier war ich schon. Genau, hier habe ich das ja schon abgegriffen. Ja, dann fliegen wir mal hier oben rein. Mal gucken, wo es weitergeht. Guten Tag. Aha. Komme ich hier durch, ohne dass ich was verbrauchen muss? Ja. Okay, die tun mir garantiert weh. Das heißt, ich muss die von der anderen Seite erwischen, die Beatpunkte. Und hier einfach mal rein. Während er noch überlegte, starb er. So, also, die sind schnell. Das heißt, ich muss mit Paddeln arbeiten. Mhm. Mhm. Sehr nice. Knapp. Und dann kann ich da auch raus, es sei denn, ich möchte die nochmal haben. Jo. Na dann, auf ein neues.